Wir sind also jetzt hier an einer Verteilungsstelle, wo wir als World Vision mit dem Welternährungsprogramm, dem World Food Program zusammenarbeiten. Und hier erleben wir bei Mohammed mal ganz konkret, wie das abläuft. Er hat also hier vorne gerade abgegeben seine Registrierung aus dem CAM. You may show it, the Registration Certificate. Das hat er gerade abgegeben. Und er bekommt dann, da ist drauf ausgestellt, wie groß die Familie ist, wie er heißt, und er hat eine Nummer bekommen, als er registriert wurde als Flüchtling vom UNHCR, also vom Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, und jetzt bekommt er dafür einen Gutschein hier, muss sich damit ausweisen, und mit diesem Gutschein kann er dann in Geschäfte gehen, hier in der Stadt, und kann dann für sich und seine Familie die entsprechende Ernährung holen. Hier sieht man also den Gutschein, und hier ist dann auch die Registrierung dargestellt, man sieht die 6, das heißt, es sind 6 Familienmitglieder, die er davon ernähren kann. Entsprechend sind das so viele Gutscheine. Ja, dann gehen wir, we go on. Dann gehen wir mal hier weiter. Und hier sehen wir, hier gibt es eine Art Beschwerdestelle. Er zeigt hier nochmal vor, aber wenn jetzt zum Beispiel die Flüchtlinge Beschwerden haben, dann gibt es auch diese Beschwerdestelle, wo sie Beschwerden dann vortragen können. Das Besondere an dieser Verteilstelle ist, hier geht es nicht nur um Ernährung, also dass sie die Gutscheine für die Ernährung bekommen, sondern hier geht es auch um Hygiene. Da verbinden wir also zwei ganz essentielle Teile von Verteilung und den Grundvoraussetzungen für Flüchtlinge, dass sie was haben, das verbinden wir zusammen. Ernährung auf der einen Seite, aber auch Hygiene auf der anderen. Und der Teil mit der Hygiene, der wird hier durch das UNHCR direkt geleistet, indem also hier Hygienesets verteilt werden, das, was man tatsächlich im Flüchtlingslager dann auch braucht. Und wenn es um Kinder geht, dann gibt es hier vorne auch direkt die Verteilstelle für Windeln oder andere Dinge, die für Kinder, also auch gerade für Babys und Kleinkinder gebraucht werden. Und in den Hygienesets sind dann meistens auch Hygieneartikel wie Seife, wie Zahnpasta, wie Zahnbürsten und andere Dinge für den Toilettenbedarf dann enthalten. Yeah.